Ich freue mich sehr, dass ich hier heute etwas erzählen darf über die Psychotherapie bei Depressionen. Ich bin Verhaltenstherapeutin, arbeite im Klinikum Nürnberg auf der Station 1952. Vielleicht der eine oder andere kennt die Station gegebenenfalls. Eine Depressionsstation, eine Schwerpunktstation für affektive Störungen. Und ich hoffe, die Dinge, die ich Ihnen heute berichte, sind für Sie interessant. Als ich versucht habe, das zusammenzufassen, was ich Ihnen gerne mitgeben möchte, ist mir aufgefallen, dass es eigentlich unheimlich viel gibt. Und dass es so in 20 Minuten zusammenzufassen schwierig ist. Aber ich hoffe, ich habe eine ganz gute Auswahl getroffen. Ich habe mich ein bisschen orientiert an Dingen, die ich auf der Station schon erlebt habe, so Fragen, die Patienten sich gestellt haben, Wissenslücken, die ich festgestellt habe, auch über die Versorgung. Und genau, gegliedert habe ich es folgendermaßen. Erstmal, was ist überhaupt Psychotherapie? Wann besteht die Indikation dafür? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Was sind denn jetzt so die Inhalte und Methoden einer Psychotherapie bei Depressionen? Da werde ich mich auf die Verhaltenstherapie fokussieren, da das einfach die Richtung ist, in der ich mich auskenne. Und werde Ihnen dann noch über die Psychotherapie bei chronischer Depression etwas erzählen, die wir auf der Station seit einigen Jahren verstärkt anbieten. Ich möchte Ihnen dann abschließend noch ein paar Tipps für die Therapieplatzsuche geben, weil ich weiß, dass das viele umtreibt, dass es einfach eine sehr schwierige Versorgungslage in Bezug auf die Psychotherapieplätze gibt. Also was bedeutet jetzt Psychotherapie? Ich habe jetzt mal das psychologische Wörterbuch konsultiert, die gezielte professionelle Behandlung psychischer Störungen und oder psychisch bedingter körperlicher Störungen mit psychologischen Mitteln. Konkrete psychotherapeutische Verfahren, Methoden und Konzepte sind insbesondere durch Therapieschulen geprägt. So, ist jetzt etwas entfernt. Was wichtiger ist, ist, es bedeutet wörtlich die Behandlung der Seele, der seelischen Probleme. Sie soll Hilfe bei Störungen des Denkens, Fühlens, Erlebens und Handelns geben. Jetzt auch bei sogenannten psychosomatischen Störungen. Das bedeutet, wenn sich organische oder körperliche Symptome auftun, für die es keine somatischen Erklärungen gibt, die durch Stress oder sonstige psychische Probleme bedingt sind und zunehmend auch als begleitende Maßnahmen bei organischen Erkrankungen, also da wäre zum Beispiel auch die Psychoonkologie zu nennen. Genau. Wann sollte ich jetzt eine Psychotherapie machen? Es wurde ja schon gesagt, nicht jede seelische Verwirrung, sage ich jetzt mal, oder jeder Moment, wo ich mich mal nicht so freudig fühle, ist gleich eine Störung, bedarf gleich einer Psychotherapie. Aber die Psychotherapie richtet sich an Menschen, die sich von den seelischen Problemen über einen längeren Zeitraum geplagt fühlen. Ich finde das einen ganz guten Begriff, also dieses eine Qual erleben durch diese seelischen Probleme, die man mit sich rumschleppt. Wenn sie das Gefühl haben, dass sie diese nicht mehr alleine bewältigen können, den Eindruck haben, dass sich die Beschwerden gegebenenfalls auch mehr und mehr verschlechtern, als dass sie sich einfach wieder zurückbilden. Wenn sie eine innere Bereitschaft erleben, sich mit ihren Problemen auseinanderzusetzen, das ist sehr wichtig, weil in einer Psychotherapie geht es ja darum, sich den Problemen zuzuwenden und gemeinsam mit professioneller Anleitung zu sehen, wie man diese Beschwerden besser bewältigen kann. Und wenn Sie bereit sind, Hilfe anzunehmen, das ist auch sehr wichtig. Ich habe das auch öfter auf Station, wenn wir Patienten sehen, die zum ersten Mal erkranken, dann gleich sehr heftig, dass das ganz basal ist, erstmal zu erkennen, ich bin so krank und das ist eine Erkrankung. Und dann, da sind Menschen, die wollen und können mir helfen. Wenn wir jetzt von einer ambulanten Psychotherapie sprechen, ist eine Voraussetzung oder sind die Voraussetzungen auf jeden Fall, dass man ein Mindestmaß an Stabilität und Belastbarkeit mitbringt. Ansonsten ist nämlich eine Psychotherapie durchaus ein sehr anstrengender Prozess, wo es nicht immer so ist,
oder selten eigentlich, dass sie mit der Therapie beginnen oder auch schon über einige Wochen oder Monate diese Therapie machen und die Beschwerden ändern sich zum Besseren. Ihnen geht es plötzlich gut, ähnlich wie bei den Medikamenten auch. Man muss eine relativ lange Durststrecke gegebenenfalls auch durchhalten können. Diese Folie habe ich jetzt eingefügt. Das ist genauso eine Wissenslücke, die ich manchmal bei Patienten feststelle. Vielleicht trifft es auf Sie nicht zu, ich sage es aber trotzdem schnell. Was sind denn jetzt diese Berufsgruppen? Psychologen oder Psychologinnen, Psychiaterinnen, Psychotherapeutinnen, sonstige Ärzte? Psychologinnen sind Personen, die Psychologie studiert haben. Sie können aber ambulant nur in privater Praxis, das heißt auf ihre Rechnung, Psychotherapie anbieten oder wenn Sie in, zum Beispiel bei uns in der psychiatrischen Institutsambulanz tätig sind, brauchen Sie diese Approbation als Psychotherapeuten nicht. Psychologische und ärztliche Psychotherapeutinnen, das sind Psychologen oder Psychologinnen oder Mediziner, die eine Weiterbildung im Bereich Psychotherapie haben. Bei den Ärzten ist ja im Rahmen der Facharztweiterbildung so. Und Psychologinnen, die diese Weiterbildung haben, haben dann eine Approbation erworben und können in ganz normaler Praxis mit den Krankenkassen abrechnen. Und das finde ich auch eine wichtige Information. Sie sollten diese Leistung in Anspruch nehmen, weil oft sind Patientinnen in der misslichen Lage, keinen Therapieplatz zu bekommen und dann in irgendeiner Art privater Leistung das vielleicht sich zu erkaufen. Und ich würde trotzdem immer dranbleiben, weil ich finde, das ist sehr wichtig, dass das eine Leistung ist, die die Krankenkassen übernehmen. Psychiaterinnen sind Ärzte, die die Facharztweiterbildung im Bereich Psychiatrie, Psychotherapie haben und die sich in der Regel, die ärztlichen Kollegen wissen das besser, aber auch gerade im niedergelassenen Bereich sehr viel um die medikamentöse Behandlung und Begleitung kümmern. Und dann gibt es immer noch die Neurologinnen und Neurologen, das sind die Fachärzte für Neurologie. Viele unserer Patienten, die zu uns kommen, sind nicht beim Psychiater, sondern beim Neurologen. Ich sage das jetzt, weil manchmal Patienten oder häufig Patienten kommen und sagen, ich war beim Psychologen und der hat mir ein Medikament verschrieben. Und das ist natürlich nicht möglich. Genau. Welche Behandlungsmöglichkeiten bestehen jetzt bei Depressionen? Stationäre Behandlung. Ich bin jetzt auf dieser Depressionsstation tätig. Die Patienten bei uns, denen geht es schon recht schlecht. Das heißt, sie haben eine ausgeprägte depressive Symptomatik bis hin auch zu Suizidgedanken und sind nicht ausreichend stabil, um im Außen, wenn sie denn einen Therapieplatz hätten, sich behandeln zu lassen. Es geht auch oft um medikamentöse Optimierung oder Umstellung. Und wir haben auch manchmal einfach gezielte Aufnahmen, wenn man sagt, es ist sinnvoll, dass jemand zwischendurch mal, sag ich mal, 4 bis 6 Wochen intensiv Gruppentherapie zum Beispiel und Einzeltherapien und medikamentöse Behandlung auf der Station bekommt. Das findet in den psychiatrischen Kliniken und psychosomatischen Kliniken statt, wobei die Psychosomatik sich dann, also in der Psychiatrie sind die Patienten in der Regel kränker. Tagesklinische Behandlung, also das sind Kliniken, denen die Patienten einfach unter der Woche tagsüber behandelt werden. Die kommen morgens und gehen zum Nachmittag wieder. Die Voraussetzung ist, dass man das aushält. Ambulante Psychotherapie in der Regel einmal pro Woche. Es gibt Verfahren, wo man sich häufiger trifft. Bei der Verhaltenstherapie ist es in der Regel einmal pro Woche in eine Sitzung im Einzel- oder Gruppensetting. Dann gibt es natürlich noch weitere Möglichkeiten wie Beratungsangebote. Da gehe ich jetzt aber nicht gezielter drauf ein. Da möchte ich gern noch einen Begriff erklären, der Ihnen vielleicht auch schon mal aufgefallen ist. Das sind die sogenannten Richtlinienverfahren der Psychotherapie. Das sind therapeutische Richtungen, die wissenschaftlich in ihrer Wirksamkeit anerkannt sind und deswegen auch im deutschen Gesundheitssystem getragen werden. Das heißt, wenn Sie tiefenpsychologisch fundierte Therapie, analytische Psychotherapie, Verhaltenstherapie und die systemische Therapie machen, sind das Kassenleistungen. Das liegt daran, dass man bei anderen Therapieverfahren noch nicht die Evidenzen
gefunden hat, sage ich jetzt mal. Dass man noch nicht weiß, ob sie so wirksam sind, wie jetzt zum Beispiel diese etablierteren Verfahren, das sind jetzt vor allem die ersten drei, die systemische Therapie ist relativ neu auch dazugekommen, ob die in der Lage sind, mit den Methoden die seelischen Leiden insoweit zu lindern, wie es nötig wäre. Das heißt aber nicht, dass wenn sie zum Beispiel gute Erfahrungen mit Gesprächspsychotherapie, einer anderen Therapierichtung gemacht haben, dass das nicht sein kann. Es kann natürlich sehr gut sein, das ist diese individualisierte Behandlung einfach auch, dass man auf andere Verfahren sehr gut anspricht. So, was erlebe ich in einer Psychotherapie, wenn ich die wegen einer Depression aufsuche? Bei der Verhaltenstherapie, auf die ich mich ja jetzt beziehe, da möchte ich mich, das ist eine, ja, früher hat man gesagt, so eine modernere Psychotherapie, weg von dem sehr analytischen, manchmal haben Patienten auch Angst, dass die Verhaltenstherapie sehr auf der Oberfläche agiert, finde ich jetzt persönlich nicht, aber ich kenne auch Kollegen, die sehr stark an den verhaltenstherapeutischen Methoden hängen und wenig in die Biografie vielleicht mit hineingehen, was aber für viele Patienten sehr, sehr wichtig ist. Genau, also wir gucken immer, was bringt ein Patient mit. Wir schauen uns genau, was sind so ja, Verhaltensprobleme auch, aber auch Probleme des Denkens und versuchen dann mit den entsprechenden Methoden der Verhaltenstherapie dem entgegenzuarbeiten. Was mir am wichtigsten ist, es geht um Problembewältigung als Ziel und es geht nicht darum, dass man lebenslang an die Hand genommen wird oder das Gefühl hat, man muss an die Hand genommen werden, weil das Ziel ist die Begleitung. Das Ziel ist nicht, dass man Patienten abhängig macht von der Therapie. Also man kann sagen, die Psychotherapie kann dazu beitragen, das Schwimmen zu erlernen. Das Schwimmen selbst kann einem aber niemand abnehmen. Dann habe ich mal so rausgesucht, was sind denn so die Methoden, die in einer klassischen Verhaltenstherapie eigentlich angewandt werden? Also das Allerwichtigste vielleicht vorab, ein entscheidender Indikator für den Erfolg einer Psychotherapie ist die therapeutische Beziehung. Das heißt, wie geht es Ihnen mit diesem Therapeuten, der jetzt vor Ihnen steht? Und wie geht es auch dem Therapeuten mit dem oder der Patientin, die vor ihm sitzt? Da habe ich ganz oft schon erlebt, leider, aber auch verständlicherweise, dass Patienten sagen, da habe ich einen Platz bekommen und dann bin ich halt nicht gewechselt. Obwohl ich mich nicht verstanden fühle oder obwohl ich das Gefühl habe, das Verfahren ist vielleicht nicht das Richtige für mich. Und genau für diese Umstände ist die Information wichtig, dass es eben wirklich ein ganz wichtiger Faktor ist, dass die therapeutische Beziehung stimmen muss. Also, da habe ich mal so einen Ablauf zusammengeschrieben. Psychoedukation, Verhaltensaktivierung, Veränderung von Kognition, Verbesserung sozialer Fertigkeiten, Emotionsregulation, Achtsamkeit, Rückfallprophylaxe. Und wenn es noch komorbide Erkrankungen gibt, dann müssen wir die auch noch mitbehandeln. Habe ich das mir nochmal durchgelesen, habe mir gedacht, so erlebe ich das nicht, wenn ich meine Patienten sehe. Habe gedacht, vielleicht bringt Ihnen das auch mehr, wenn ich Ihnen mal zeige, wie ich das erlebe, wenn Patientinnen zu mir kommen. Also, es stellt sich ja ein Mensch vor, den ich nicht kenne. Und ich möchte als erstes erfahren, wer ist denn das, der da vor mir steht? Möchte sie oder ihn kennenlernen und nach auch ein Gefühl für mein Gegenüber entwickeln. Auch die therapeutische Beziehung. Ich muss ja selber auch herausfinden, können wir ein tragfähiges therapeutisches Bündnis etablieren, um gut miteinander zu arbeiten? Ich möchte dann mit der Patientin herausfinden, was geht denn gerade vor sich? Also kommt jemand akut in Psychotherapie? Wie ist es dazu gekommen? Und möchte dann mit dem Wissen und der Ausbildung, die ich habe, und mit der Erfahrung, Patientinnen unterstützen, schwierige Verhaltens- und oder Denkmuster aufzudecken, erstmal zu erkennen und neue, hilfreichere zu finden, auch alte oder ganz neue, angenehme Aktivitäten suchen und wieder etablieren. Möchte gemeinsam erreichen, dass die Patientin sich selber besser versteht, besser für sich sorgen kann, sich selbst wichtiger nimmt, sieht, welche Stärken und Fähigkeiten sie besitzt und abschließend zur Therapie dann auch arbeiten, dass man, wenn Krisen wiederkommen, wir haben jetzt schon gehört, oft kommt die Depression nicht einmal, sondern sie kommt rezidivierend.
mit den Patienten erarbeiten, dass sie, wenn sie aus der Therapie herausgehen, das Gefühl haben, sie können besser erkennen, wenn es wieder schwieriger wird, und haben auch Techniken an der Hand, dem entgegenzusteuern und oder wissen, wo sie sich hinwenden können. Also, was mache ich denn jetzt? Ich möchte gerne erfahren, wer da vor mir steht. Ich möchte jetzt ein paar Methoden sozusagen dazu ergänzen, damit Sie wissen, wie das dann da zusammenpasst. Also, im ersten Abschnitt Beziehungsaufbau ist ganz wichtig und natürlich auf der Grundlage ausführlicher Anamnesen. Dann möchte ich ja herausfinden, was vor sich geht und wie es dazu gekommen ist. Da ist das mit dem Störungsbild ganz, ganz notwendig, dass Patienten herausfinden in geleitetem Entdecken mit den Therapeuten, warum es denn dazu kommen konnte. Weil ganz oft erlebe ich es, ich hatte jetzt wieder auch einen jungen Patienten auf Station, der sagt, ich habe gar keine Ahnung, warum ich da bin. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber jetzt bin ich so schwer krank, dass ich nicht mehr leben möchte. Und wenn man dann, das ist auf Station ein bisschen schwierig mit dem Beziehungsaufbau, weil wir haben natürlich nicht, sag ich mal, 60 Sitzungen, sondern wir haben einen relativ komprimierten Umfang an Zeit und Sitzungen, um herauszufinden, wie es weitergehen kann. Trotzdem funktioniert es relativ gut, zum Glück, dass wir dann auch zu solchen Fragen kommen. Warum ist es so weit gekommen? Was sind Vulnerabilitäten? Was sind Stressoren? Und das Ganze vor dem Hintergrund, ganz wichtig, einer umfangreichen Psychoedukation. Psychoedukation heißt, wir wollen unsere Patienten dazu befähigen, alle möglichen Informationen über die Depression zu haben und ihr Erleben, Verhalten, Denken und Gefühlen einzuordnen in diese Symptombereiche, in diese Entwicklungstheorie, die wir dann den Patientinnen anbieten. Dann, ich möchte, wenn ich mit dem Patienten auf die problematischen Denkmuster schaue, heißt es zum Beispiel, typische Denkfehler aus der Depression aufdecken. Sie kennen vielleicht so einen klassischen, ich finde den immer ganz, ganz beeindruckend, das Katastrophisieren zum Beispiel. Ja, dass man einfach in der Depression die Dinge ganz anders und viel dramatischer wahrnimmt, als es in einem gesunden Zustand der Fall wäre. Also wir schauen uns Denkfehler an. Wir arbeiten sehr eng mit dem Zusammenhang Denken, Fühlen, Handeln. Was bestehen da für Zusammenhänge und Wechselwirkungen? Und wir arbeiten dann, das ist sehr verhaltenstherapeutisch, die kognitive Umstrukturierung, vielleicht der ein oder andere kennt diesen interessanten Begriff. Wir gucken also wirklich, was sind die depressiven Gedanken und was könnte denn ein gesünderer Gedanke sein, den man dem entgegensetzen kann. Und dann geht es darum, dass sich darin zu schulen, diese schwierigen Gedanken eben zu erkennen und gezielt umzustrukturieren. Wenn es um angenehme Aktivitäten geht und auch das Thema Gesundheitsselbstfürsorge, arbeiten wir viel mit den Elementen der Ressourcenorientierung, die Verhaltensaktivierung, ganz wichtig. In der Depression spürt man ja das intensive Gefühl, nicht handeln zu können, zu wollen. Der Antrieb ist gestört, man schafft es nicht, sich zu überwinden. Man weiß auch oft gar nicht, was einem jetzt gut täte. Und da arbeiten wir ganz eng mit den Erfahrungen, die Patientinnen in der Vergangenheit gemacht haben, und arbeiten gegen das innere Gefühl, also sein Entgegenhandeln. Weil die Depression sagt einem ja, bleib im Bett liegen. Im schlimmsten Fall bleib im Bett liegen und lass den Rollo unten. Aber das ist nicht hilfreich. Genau, solche Elemente wie die Arbeit am Selbstwert, sehr wichtig. Thema Selbstfürsorge wurde hier auch schon genannt, ganz, ganz wesentlich. Themen wie Achtsamkeit und Entspannung. Und was ich auch sehr, sehr elementar finde, wenn jemand geht, also selbst wenn bei uns Patienten nur über 4, 6 Wochen da sind, am Ende arbeiten wir immer heraus, was waren die Frühwarnzeichen, womit hat sich diese depressive Episode gegebenenfalls angekündigt und wie können Sie besser darauf achten, dass das nicht wieder sich so einschleicht? Was könnte ein Krisenplan sein? Das heißt, was machen Sie, wenn Sie bemerken, dass Symptome sich wieder zeigen? Ganz häufig zum Beispiel Schlafstörungen, kenne ich von vielen Patienten, oder auch so das Absagen von Terminen. Wenn man da so ein paar konkrete herausgearbeitet hat, kann man natürlich auch viel besser darauf achten.
an wen wende ich mich dann, wen konsultiere ich und wann muss ich vielleicht auch wieder in eine Klinik gehen oder intensiv mal mich mit meinem Psychiater auseinandersetzen zum Beispiel. So. Also das war jetzt sehr komprimiert. Das, was in einer regulären, auch ambulanten Psychotherapie passieren kann, da fehlen natürlich sehr, sehr viele Dinge. Zum Beispiel, was mache ich denn mit Patienten, die noch Schlafstörungen haben, die noch Ängste haben, die noch vielleicht Veranlagungen zu Süchten haben? Da gibt es natürlich auch noch dringenden Bedarf, das zu bearbeiten. Das konnte ich jetzt einfach da nicht mit unterbringen. Ich möchte nämlich noch etwas erzählen über die Psychotherapie bei chronischer Depression. Das ist ein Herzensprojekt unserer Station seit einigen Jahren und auch ein Herzensprojekt meinerseits, weil ich das eine ganz tolle Methode finde. Wir sind darauf gekommen, dass, weil wir sehr viele Patienten haben, die immer wieder gekommen sind, und wo wir gesagt haben, wir erreichen die mit dem, was wir anbieten, nicht. Oder nicht ausreichend oder nicht für eine ausreichende Stabilisierung. Dass die einfach immer wieder das Gefühl haben, sie müssen auch wiederkommen oder auch wirklich wiederkommen müssen. Was ist jetzt, bevor ich über das unaussprechliche Verfahren CBESP spreche, möchte ich kurz erzählen, chronische Depression, was das nun bedeutet, weil das, glaube ich, auch bei vielen nicht, weil das auch viele nicht wissen. Eine chronische Depression ist ein depressiver Zustand, der in verschiedenen Varianten über einen Zeitraum von mehr als 2 Jahren besteht. Da sehen Sie jetzt ein paar Kurven auf meiner Folie. Da wäre zum Beispiel eine Depression, die über 2 Jahre wirklich mit kaum Änderungen vorhanden ist. Das gibt es. Dann gibt es den Verlauf, dass jemand mit einer depressiven, mittelgradig schweren depressiven Episode kommt und dann auf dem Niveau einer sogenannten Dysthymia verweilt. Das ist eine anhaltende affektive Störung. Oder man ist dysthym, hat diese Diagnose und kriegt dann noch eine depressive Episode obendrauf. Das ist die sogenannte Double Depression. Oder ist es überhaupt das Problem, dass es einfach zu einer nicht ausreichenden Remission der Depression kommt. Das heißt, zwischen den Episoden wird man gar nicht wieder richtig gesund. Und jetzt hat man herausgefunden, dass bei 80% dieser chronisch depressiven Patienten frühkindliche traumatisierende Beziehungserfahrungen bestehen. Häufig auch durch sowas wie emotionale Vernachlässigung, emotionalen Missbrauch verursacht. Und dass diese Patientinnen und Patienten schon oft in sehr frühen Jahren, also ich rede jetzt hier von Early Onset, heißt so vor dem 21. Lebensjahr ist das, glaube ich, aber unsere Erfahrung ist zum Teil schon in der Kindheit, eine Bewältigungsstrategie genutzt haben, die wir als das Errichten einer Mauer oder eines inneren Panzers deklarieren würden und die ganz stark das Gefühl des Abgetrenntseins von ihrer Umgebung erleben. Was man jetzt von diesen Patienten noch weiß, ist, dass die chronischen Depressionen auf die traditionellen Therapien nicht ausreichend nicht reagieren, auch da an einer Mauer abprallen und zwar auch wirklich nicht nur auf Psychotherapie, sondern auch auf Pharmakotherapie und die sonstigen Therapieoptionen, die so vorhanden sind. Jetzt rede ich noch über die CBESP, über das CBESP-Verfahren. Ich lache, weil dieser Begriff ist so kompliziert. Auch die Übersetzung Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy nach McCullough, finde ich, sagt ganz nicht so viel aus. Auch wenn ich es übersetze, kognitiv-verhaltenstherapeutisches Analysesystem der Psychotherapie, hat mir gar nichts erläutert, Ihnen vielleicht auch nicht. Vorab, es ist so, dass Leitlinienempfehlungen zur Behandlung von chronischer Depression dieses Verfahren mit aufgenommen haben, schon seit längerem. Das heißt, man sagt, dass diese Behandlungsform geeignet ist für Menschen, die unter einer chronischen Depression mit frühem Beginn leiden, weil die Techniken am Einfluss dieser frühen belastenden Erfahrungen und das Interaktionsverhalten der Patienten ansetzen. Das ist ein sehr integrativer Ansatz. Also man kann nicht sagen, das ist jetzt Verhaltenstherapie, sondern das ist wirklich eine Kombination aus den verschiedenen Therapierichtungen. Genau. So, das ist eine Folie.
Da haben mir neulich Fachpfleger, Psychotherapie, Psychiatrie rückgemeldet, die ist viel zu wild. Das stimmt. Die ist wirklich wild, aber ich habe sie ja auch nur übernommen und möchte sie trotzdem zeigen, weil hier sehr schön aufgezeigt wird, was die sogenannte interpersonelle Mauer ist, die ganz zentral ist in dem CBES-Verfahren. Ich versuche es zu erläutern, so dass es verständlich ist. Also man geht davon aus, diese zum, sagen wir mal, auch sehr jungen Menschen, zum Teil Kinder, haben erfahren, von anderen habe ich nichts Gutes zu erwarten. Ja, sind so geprägt und haben, um diese Zustände und diese Gefühle, die sich daraus ergeben, auszuhalten, sich abgeschirmt von der Außenwelt und lassen keine negativen Beziehungserfahrungen zu, was ja schützend und nachvollziehbar ist. Das Schwierige daran ist, sie können dann auch keine korrigierenden Beziehungserfahrungen machen. Das heißt, durch die Mauer gehen ja auch die guten und hilfreichen und validierenden Kontakte verloren. Und die Konsequenz ist, dass man mit dieser Strategie der sogenannten Wahrnehmungsentkopplung, die einen so abtrennt von der Außenwelt, immer die Erfahrung beibehält, es wird immer schwierig bleiben, weil es immer so gewesen ist. So, wir arbeiten auf diesen drei Ebenen. Frühe traumatisierende Beziehungserfahrungen, Prägungen und den heutigen interpersonellen Problemen. Die frühen Traumatisierungen habe ich gerade eben genannt, was das sein kann. Um das zu erfassen, machen wir eine Liste prägender Bezugspersonen mit der Frage, mit den Fragen, wie haben gewisse Bezugspersonen Sie für Ihr Leben geprägt? Was haben diese Personen bei Ihnen hinterlassen? Und die Prägungen sind bei uns Ausformulierungen. Ja, zum Beispiel sowas wie, ich bin nicht liebenswert, das wäre sehr krass. Oder ich, egal was ich mache, ich bekomme nie das, was ich brauche. Das ist die Konsequenz dessen, was diese Patientinnen in ihren relevanten Bezügen erfahren haben. Dann arbeiten wir mit Übertragung. Es ist nämlich so, im CBES geht es darum, dass man weiß, dass die Patienten mit der chronischen Depression im Hier und Jetzt häufig agieren auf Menschen aus ihrer Vergangenheit. Das heißt, da gibt es Prägungspersonen, die haben die Patientinnen ja auch so und so behandelt. Und dann gibt es zum Beispiel sonstiges soziales Umfeld oder in unserem Fall dann Therapeutinnen oder Mitpatientinnen oder Pflegerinnen oder sonstige Behandler. Und in diesen Kontakten äußern sich aber ganz stark eben auch diese Prägungen. Und wenn Sie sich vorstellen, die Prägungen äußern sich, indem man eigentlich versucht, unbewusst hinter dieser Mauer zurückzubleiben, sind das oft schwierige Konstellationen. Und das meint dieser Begriff der Übertragung. Was machen wir jetzt damit? Wir wissen ja jetzt, es gibt Prägungen und es gibt Übertragungsphänomene. Und dann gibt es in dem CBES diese schönen Strategien des disziplinierten persönlichen Einlassens. Deswegen ist das auch etwas, was mir selber sehr, sehr gut gefällt und es dem Therapeuten nämlich ermöglicht, eine nochmal andere Beziehung zu den Patientinnen einzugehen. Das heißt, ich darf im CBES meinen Patientinnen auch spiegeln, was sie in mir auslösen, weil die Patientinnen sollen ja neue, sichere Beziehungserfahrungen machen. Und wenn ich sage, in unserem sicheren Rahmen, sage ich ihnen, das Verhalten oder das, was sie äußern, macht mich traurig, macht mich vielleicht auch mal sauer, ist das ein ganz wichtiges therapeutisches Medium. Genau. Was wir auch noch machen, ist, dass wir sehr stark versuchen, mit diesen neuen Beziehungserfahrungen, die neuen Beziehungserfahrungen und die alten Beziehungserfahrungen in eine Diskrimination zu bringen. Das heißt, den Patientinnen zu zeigen, sie wissen ja, wie es ihnen früher damit gegangen ist und sie haben jetzt eine ähnliche Erfahrung gemacht. Wo liegt denn der Unterschied? Und der Unterschied soll ja dann sein, dass es ermutigt, auch hinter die Mauer zu gucken oder vor die Mauer zu gucken, zu schauen, was sind denn da für Menschen, was geben die mir denn eigentlich für ein Beziehungsangebot? Und das ist das Ziel dieser Diskrimination. Dann das Thema mit den heutigen interpersonellen Problemen resultiert natürlich aus der interpersonellen Mauer. Und da gibt es ein
zwei Techniken, das sogenannte Kiesler-Kreis-Training und die Situationsanalysen. Bei den Situationsanalysen geht es eigentlich genau um diesen Vorgang, den ich jetzt auch gerade geschildert habe. Es gibt Situationen, da werden Prägungen aktiviert und es werden, wird immer gleiches Verhalten produziert. Und die Idee ist, dass man neue Verhaltensweisen einübt. Das ist jetzt sehr runtergebrochen, aber es ist ein sehr analytischer Prozess, bezieht sich sehr auf sehr kleine Situationen, wo man versucht, die Patienten einfach auch zu ermutigen, neue Perspektiven, sich auf neue Perspektiven einzulassen. Und das Kiesler-Kreistraining, das ist eine sehr, sehr intensive therapeutische Methode. Das findet bei uns im stationären Setting natürlich in einer großen Gruppe statt. Und es geht beim Kiesler-Kreistraining, das heißt so, weil der Herr Professor Dr. Donald Kiesler das entwickelt hat oder konzipiert hat. Hier arbeiten wir also mit dem, wie wir allgemein im sozialen Kontext auf andere wirken und wie wir die Reaktionen anderer einschätzen. Und wir haben ja jetzt schon gehört, dass es eben auch durch diese Prägungserfahrungen und die Mauer, die da existiert, zu Problemen im zwischenmenschlichen Bereichen kommen kann. Und das soll durch dieses sehr intensive Training, das mit sehr viel Psychoedukation auch verknüpft ist, aber auch mit sehr viel Übungen, soll da eine Verbesserung der Fertigkeiten im sozialen Umgang ermöglicht werden. Okay, ich glaube, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Genau. Das Kiesler-Kreistraining ist so umfangreich, ich kann es auch nicht kurz fassen. Aber vielleicht hilft es Ihnen, wenn Sie schon gehört haben, es gibt das Kiesler-Kreistraining und es ist ein Fertigkeitentraining und es setzt sehr intensiv auch an den Prägungserfahrungen an. Das sind wichtige Informationen. Dann sage ich noch ganz schnell dazu, wie wir es bei uns auf der Station handhaben. Wir haben ein umfangreiches Behandlungsteam aus allen Berufsgruppen. Wir haben auch Kreativtherapeutinnen dabei, die ganz engagiert da mitarbeiten und in ihren in Musik, Kunst, Körperpsychotherapie das Thema mit den Prägungen und auch die Themen aus dem Kiesler-Kreis mit aufnehmen. Und dann haben wir ein Programm, in dem wir über 6 Wochen sehr intensiv mit einer kleinen Gruppe aus Patienten arbeiten. Und zwar sehen Sie hier, ich sage es jetzt nicht mehr einzeln, Sie sehen, es ist sehr umfangreich, so sieht das Behandlungskonzept aus. Was auch wichtig ist, wir sehen als Psychotherapeutinnen die Patienten 2-mal die Woche. Das ist ungewöhnlich für die psychiatrische Klinik, weil wir in der Regel, wenn überhaupt, einen Einzel schaffen. Ist aber sehr, sehr wesentlich. Wir haben ja viel zu tun in unseren 6 Wochen. Wir müssen ja viel erarbeiten, wir müssen diese Prägungen erarbeiten, wir müssen eine Beziehung aufbauen, wir müssen Psychoedukation machen und deswegen ist das das Mindeste, was wir brauchen, auch wenn es sehr anstrengend ist. Genau, also ich meine jetzt auch vor allem für die Patientinnen. Dann haben wir ein Nachsorgekonzept, das besagt, dass die Patientinnen nach den 6 Wochen bei uns auf Station noch in der psychiatrischen Institutsambulanz weiter Situationsanalysegruppen machen. Und das ist auch eine sehr wesentliche Komponente dieser Behandlung. Ich sage noch schnell was zu diesem Punkt, Fragen und Tipps für die Therapieplatzsuche. Das Allerwichtigste, wenn Sie einen Psychotherapieplatz suchen, Sie müssen telefonieren. Und immer wieder telefonieren und Sie brauchen sehr viel Ausdauer im Zweifelsfall und Geduld. Es gibt verschiedene Punkte, die vielleicht der ein oder andere schon ausprobiert hat oder andere vielleicht noch nicht. Es gibt dieses E-Termin-Service von der Kassenärztlichen Vereinigung oder auch diese Telefonnummer. Da kann man Sprechstundentermine erwirken. Sprechstundentermine sind keine Ersttermine. Das ist mir sehr wichtig, weil oft Patienten dann sagen, jetzt habe ich einen Therapieplatz und dann ist es aber nur ein Sprechstundentermin, was auch schon sehr toll ist. Ein Sprechstundentermin ist ganz sehr, sehr eine sehr große Errungenschaft des Gesundheitssystems, aber die dienen in der Regel nur einer ersten Einschätzung. Also der Therapeut kann in wenigen Terminen, 1, 2, 3, herausfinden, was sie haben und mit ihnen erarbeiten, wo sie am besten Hilfe bekommen. Da kann auch rauskommen, sie brauchen eine Psychotherapie, aber nachdem jeder ambulante Therapeut zu diesen Sprechstunden verpflichtet ist, hat natürlich nicht jeder für sie einen Psychotherapieplatz. Das ist wichtig, dass wenn sie einen Sprechstundentermin haben, verwechseln sie es bitte nicht mit einem Erstgespräch für eine Psychotherapie.
Genau, Sie können sich erkundigen auf diesen Internetseiten der Kassenärztlichen Vereinigung und auch der Psychotherapeuten-Suchdienst der Psychotherapeutenkammer. Da kann man eingeben, wo man wohnt und kriegt dann eine Liste von Therapeuten ausgespuckt und dann muss man auch telefonieren. Dann, es gibt Ausbildungsambulanzen in der Nähe, wobei ich weiß, dass die auch zum Teil sehr lange Wartelisten haben. Ausbildungsambulanzen heißt Psychologen, Psychotherapeuten in der Weiterbildung, müssen am Ende ihrer Ausbildung eben Langzeittherapien unter Supervision machen. Das heißt, die Qualität ist meiner Meinung nach sehr gut. Und früher war das so, dass man da schneller Plätze bekommen hat. Jetzt mal so, mal so. Lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt noch das sogenannte Kostenerstattungsverfahren. Dafür bin ich gar keine Expertin. Deswegen bitte ich Sie da hierzu, Ihre Krankenkasse zu kontaktieren und zu fragen, ob die so etwas unterstützen. Und dann können die Ihnen die Details dazu nennen. Ansonsten, ich sage meinen Patienten auch gerne, gehen Sie doch mal durch einen Stadtteil, den Sie mögen, und gucken Sie mal, ob es da Psychotherapeuten gibt. Das kann ich jetzt sagen, weil in Johannes, wo ja das Klinikum ist, sehr viele Psychotherapeuten niedergelassen sind. Und das ist trotzdem ein guter Tipp, würde ich sagen, weil da ist die Chance ja nicht weniger, als wenn man irgendwo aus den gelben Seiten sich was raussucht. Und als überbrückende Maßnahmen wäre zum Beispiel sowas zu nennen wie Selbsthilfegruppen, was ich selber auch eine ganz tolle Möglichkeit finde, oder die digitalen Gesundheitsanwendungen, die es ja zunehmend gibt, wo Sie sich bitte auch bei Ihrem Hausarzt, Facharzt oder auf der Seite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte informieren. Wichtig ist, bleiben Sie dran, rufen Sie nochmal an bei den Therapeuten. Es ist oft so, die führen vielleicht keine Wartelisten mehr und dann ruft man gerade im richtigen Moment an und kriegt einen Ersttermin. Ich habe es schon so oft erlebt. Machen Sie weiter, lassen Sie sich nicht ermutigen. Ich weiß, es ist sehr kraftaufwendig, aber machen Sie bitte weiter. So, ein Buch möchte ich empfehlen noch. Und zwar ist das Die Mauer überwinden. Für diejenigen, die sich jetzt von der chronischen Depression angesprochen gefühlt haben, das Gefühl haben, es könnte bei Ihnen vielleicht so sein oder Sie kennen jemanden, für den das gegebenenfalls eine Option wäre. Dieses Buch ist wirklich sehr gut, man kann es wunderbar lesen. Es hat ganz tolle Patientenbeispiele, die sehr gut nachvollziehbar sind. Die Behandlung wird darin auch gut reflektiert. Und wenn man sich damit noch intensiver auseinandersetzen möchte, dann bitte Die Mauer überwinden nehmen. Wenn Sie noch Fragen haben, wir haben eine E-Mail-Adresse für die Station, das ist siebes@klinikum-nürnberg.de. Da können Sie in Kontakt treten mit den Siebes-Therapeutinnen und wir beantworten Ihnen Fragen. Wir laden Sie auch gerne mal zu einem Erstgespräch ein und überprüfen, ob das gegebenenfalls für Sie eine Option wäre. Genau. Ansonsten möchte ich sagen, Psychotherapie bei Depressionen überhaupt, Therapie bei Depressionen, es lohnt sich, es gibt Hoffnung, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten der Behandlung. Bleiben Sie dran.